Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 7. November 2017? Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Zwillinge, aber übergeht in Tierkreiszeichen Krebs. Mond fühlt sich auch wohl in Tierkreiszeichen Krebs, weil Mond herrscht über dieses Tierkreiszeichen. Mond hat einen Einfluss von einem Stern und dieser Stern heißt Menkalinan. Dieser Stern Menkalinan befindet sich im Sternbild Fuhrmann oder Wagenlenker und vermittelt uns eine Botschaft, die Zügel selbst in Hand zu nehmen, selbst Entscheidungen treffen, handeln und vor allem diese Wagen sollen wir auch in Bewegung setzen. Die Sonne und unserem Planeten hat keine besonderen Einflüsse, was ich jetzt vermitteln könnte, aber ich möchte auf den Mondknoten eingehen. Es gibt aufsteigende Mondknoten und absteigende Mondknoten. Es sind keine Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel, wo die Mondumlaufbahn die Ekliptik kreuzt in zwei Punkten. Die eine, die aufsteigende Mondknoten, die Inder nennen als Drachenkopf, befindet sich momentan in Tierkreiszeichen Löwe. Und die absteigende Mondknoten, was die Inder als Drachenschwanz nennen, befindet sich momentan in Tierkreiszeichen Wassermann und bildet sich eine Art Säule momentan, die Himmelsmitte, Himmelstiefe, deswegen betone ich die Besonderheit oder die Wichtigkeit dieser Knoten. Hier handelt es sich um karmischen Knoten, karmischen Lernaufgabe, die Karma zum Lösen, aber auch karmische Erinnerungen oder karmische Begegnungen. Die Drachenkopf oder aufsteigende Mondknoten im Löwe ist die Aufstieg. Das sind ein Neuland, neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse oder Lernaufgabe, etwas Neues zu lernen, erleben und diesen Mut auch haben, etwas Neues zu beginnen, auch wenn das uns unbekannt ist. Die absteigende Mondknoten oder Drachenschwanz, was gerade im Tierkreiszeichen Wassermann im Himmelstiefe befindet, das ist die Fundament, was man momentan sich bildet hier, das bedeutet alten karmischen Erfahrungen, Erinnerungen. Es sind natürlich viele karmische Erinnerungen oder was wir erlebt haben, was wir loslassen sollen, aber hier in alten Karma sind auch sehr viel Schätze wie Talente, Fähigkeiten. Dann kommt auch karmische Begegnungen, worauf man bauen kann, weil das bildet sich gerade die Fundament. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Heute fühlt sich das wunderbar an. Bei vielen Menschen gibt es auch unerwartete Ereignisse, unerwartete Begegnungen und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Worauf die Zwillingsgeborenen achten sollen, dass sie das auch ernst nehmen, auch ihren Gefühlen ernst nehmen und das im Ausdruck bringen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bewegt sich etwas. Kommt auch in die kommenden Tagen etwas in Bewegung und in die nächsten Zeit haben die Krebsgeborenen Glück in Liebe, Partnerschaft. Es nähert sich etwas und die Krebsgeborenen befinden sich in einer Art Wandlung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die beruflichen Erfolg,
Einige Löwengeborenen starten etwas Neues oder eine Selbstständigkeit. Eine Reise hat auch eine große Bedeutung und es kann auch die inneren Reise bedeuten. Und zurück zu diesem Mondknoten. Hier bewegt sich gerade dieser karmische Knoten, die karmische Lernaufgabe oder etwas Neues beginnen, etwas Neues wagen. Und dieser karmische Knoten, dieser aufsteigende Mondknoten bekommt momentan einen Einfluss von Algenubi. Dieser Stern Algenubi befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und es ist die Maul der Löwen und vermittelt uns, besonders für die Löwengeborenen, aber indirekt auch für die Wassermanngeborenen, sagen, was man denkt und fühlt, aussprechen, klar und deutlich etwas vermitteln. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist ein Aufstieg, mehr Anerkennung, mehr Ansehen oder Chancen in beruflichen Situationen. In die nächste Zeit haben die Jungfrau Geborenen nicht nur die beruflichen Erfolg und Aufstieg, sondern die haben dann Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und heute ist ein gutes Gefühl und sie können etwas in Bewegung setzen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind emotional ein bisschen durcheinander oder sind Einschränkungen da. Da ist eben nicht diese Bewegung, was die Wagengeborenen sich wünschen. Ein bisschen Geduld noch, erst dann in die kommenden haben sie dann eine bessere Zeitqualität. Sie sollen auf ihren Kraft achten. Wenn das zu viel ist, verlieren die Kraft, verlieren die Gleichgewicht. Sie sollen auch die Freundschaften, Bekanntschaften oder ein Verein mal überprüfen. Es kann durchaus passieren, dass eine männliche Person etwas vortäuscht bei die Wagengeborenen oder verursacht Unklarheiten und Unsicherheiten. Und es sollen die Wagengeborenen überprüfen in einem Verein oder in einer Partei oder im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Man kann nicht wissen, was diese männliche Person will. Also es ist etwas undurchschaubar. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben immer noch eine starke Auftreten, eine Anziehungskraft und sie wirken sehr magisch auf anderen Menschen. Und die haben auch mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, auch mehr Glück. Und nähert sich der Planet Venus und wird in die nächste Zeit in Tierkreiszeichen Skorpion bewegen. Und das ist natürlich Thema Nummer 1, wird die Liebe sein. Wo noch Glück haben die Skorpiongeborenen, dass sie jetzt die Kraft haben und die Mut haben, etwas zu Ende bringen oder etwas beenden oder etwas loslassen, ist ein Reinigungsprozess und haben die Skorpiongeborenen ganz starke Lebenskraft, auch diese Energie, Lebensenergie, aber auch die inneren Kraft. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bewegt sich Merkur, das sind Kontakte, Terminen, Handlungen, Gespräche, Nachrichten und es ist sehr gut. Mondlich gegenüber, zwar übergeht dann im laufenden Tag in Tierkreiszeichen Krebs, aber das verursacht bei den Schützengeborenen die inneren Gleichgewicht zu verlieren. Und sie sollen die Ruhe bewahren und auf die Gefühle achten, dass das nicht umkippt, dass sie dieses inneren Gleichgewicht nicht verlieren im Augenblick. Es wird ein Aufstieg sein bei den Schützengeborenen, vielleicht nicht heute, aber diese Zeit nähert sich, dass sie mehr wahrgenommen werden, mehr Möglichkeiten und auch mehr Glück bekommen im Leben. Unerwartete Ereignisse sind auch noch zum Erwarten oder Veränderungen, Umbrüche, aber das ist sehr gut, ist ein sehr schöner Einfluss von Uranus. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben auch die Lebenskraft, auch die inneren Kraft,
Das kommt von innen heraus, oder eine Heilenergie oder mehr Klarheit und auch die Mut und die Kraft, etwas klarzustellen oder etwas zu Ende bringen oder etwas loslassen. Und da liegt auch sehr viel Kraft bei den Steinbockgeborenen. Sie achten auf die Werte, auch ihren eigenen Selbstwertgefühl. Die kümmern auch um die Finanzen und das sollen sie auch in Ordnung bringen. Und in die nächste Zeit spiegelt sich etwas die Mondenergie, bedeutet aber auch die Emotionen, und die Steinbockgeborenen sollen in den Tagen darauf achten, dass das im Gleichgewicht bleibt. Die tierkreiszeichnenden Wassermanngeborenen sollen ihren vertrauten Umgebung bewusster wahrnehmen, weil da ist die Bewegung, da sind die Möglichkeiten, da ist die Glück. Das kann eine kleine Reise sein, ein Besuch, eine Einladung, ein Fest, und das in die Bekanntenkreis und in die Familien, also familiär. Und Merkur hat auch einen guten Einfluss auf den Wassermanngeborenen. Das sind Gespräche oder eine gute Nachricht. Das ist auch unterwegs oder ein wichtiger Vertrag. Und hier bewegt sich die absteigende Mondknoten, diese Karma, das alte Karma. Und da sind auch Erinnerungen, Talent, Fähigkeiten. Vielleicht spielt sich das im Unbewussten ab. Aber es spielt die Karma eine große Rolle, gerade bei den Wassermanngeborenen. Und diese karmischen Knoten, was die Vergangenheit symbolisiert, diese absteigende Mondknoten, hat auch einen Einfluss von einem Stern. Und dieser Stern heißt Kastra. Und das vermittelt für die Wassermanngeborenen, aber indirekt auch für die Löwengeborenen, Kraft und Mut zu zeigen und Widerstand leisten. Also nicht einverstanden sein, was die anderen verlangen, sondern mutig zu sein, Kraft zur eigenen Kraft und mal auch Nein zu sagen. Das ist wichtig zu dem Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen ihren Kraft bewusst einsetzen, weil wenn es zu viel ist oder zu stressig, verlieren sie die Kraft, fühlen sie erschöpft und müde. Kann auch eine männliche Person sein, wo versucht, etwas undurchschaubar vermitteln oder etwas täuschen. Man kann nicht wissen, was dieser Mann will. Also bei einer oder anderen Fällen ist diese Energie eine männliche Person, und das sollten die Fischengeborenen genauso wie die Jungfraugeborenen auch achtsam sein, und nicht die Jungfraugeborenen, sondern die Wagengeborenen, also die Wagengeborenen und die Fischengeborenen trifft das zu, mal die Fragen stellen, wenn Einflüsse kommen von außen, von einer männlichen Person, mal die Fragen stellen, was will er? Und da selbst die Überblick bewahren und Klarheit bekommen, weil das ist einfach alles so wischiwaschi, oder kommt jemand mit Täuschungen und das führt natürlich auch zum Enttäuschung. Es muss nicht sein, trotzdem ist ein Hinweis, achtsam sein. Die Gefühle werden in den Tagen auch sehr schön angenehm sein und es kommt auch alles im Fluss. Die Fischengeborenen sollen in Freizeit etwas machen. Die Lebensfreude ist wichtig, weil das gibt Kraft für die Fischengeborenen. Bei den Wiedergeborenen ist wichtig die Arbeit und da setzen sie sich richtig ein. Da kommen Veränderungen, Umbrüche und entweder die Begeisterung oder sie zeigen gerade Kraft und Mut. Kann aber sein, dass alles zu viel ist. Und die Wiedergeborenen sollen auch daran denken, dass die auch mal Ruhe brauchen oder mal ein Ausgleich, ein Hobby oder in Freizeit etwas unternehmen, sonst verliert sich die Gleichgewicht und fühlen sie sich erschöpft und müde. Es wird in den Tagen Einschränkungen sein und es ist nicht der richtige Augenblick, etwas Neues zu starten, auch wenn die Möglichkeiten da sind. Und sie stehen auch einige Wiedergeborenen bei dem beruflichen Umbruch, bei Veränderungen. Trotzdem
ist nicht der richtige Moment zum Handeln, da sind diese Einschränkungen, sondern abwarten, bis die Mond übergeht, dann im Tierkreiszeichen Löwe in ein paar Tagen und dann wäre der richtige Moment, etwas Neues zu beginnen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen wird in die nächsten Zeit ein sehr wichtiges Thema, die Liebe. Aber keine Erwartung, sondern sie lernen, auf anderen zuzugehen oder mal Gefühle zeigen oder mal die erste Schritt zu machen, weil so werden die Gleichgewicht, so kommt das Gleichgewicht und die Liebepartnerschaft in Ordnung. Nicht nur die Liebe wird wichtig sein, sondern auch die berufliche Situation. Die Gespräche erscheinen momentan unklar, undeutlich. Und oder eine Nachricht, eine Information, was die Stiergeborenen eher verunsichert. Und wenn so ist, da lieber nachfragen oder wenn das um einen Vertrag handelt, lieber nochmal überprüfen oder überprüfen lassen, damit da eine Klarheit herrscht. Diese tägliche Energie oder kosmische Energie oder Tageshoroskop beeinflusst unserem Leben. Das ändert sich jeden Tag, weil jeden Tag ist einzigartig. Das ändert sich jede Stunde. Und jede Stunde ist auch einzigartig. Auch jeder Moment ist einzigartig. Und so ist auch jeder Mensch einzigartig. Und jeder Geburtshoroskop ist auch einzigartig. Und durch diese Bewegung, die Planeten, ändert sich diese kosmische Energie, was beeinflusst unseren Alltag und wirkt auch unserem Geburtshoroskop, löst es etwas aus. Wann und in welchem Lebensbereiche, das sollte man das individuell gestalten, maßgeschnitten. Und das können Sie gerne bestellen, eine Analyse, ein Geburtshoroskop-Analyse oder mal wissen, was kommt Jahr 2018, was ist die Tendenz, was passiert in einzelnen Monaten oder worauf soll ich achten. Das können Sie gerne bestellen und dann bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Aber oft sind es Fragen, wie zum Beispiel, kommt er zurück, bekomme ich eine Nachricht, liebt er mich noch, kann ich auf sie vertrauen, kann ich in dieser Arbeit bleiben, soll ich diese Schulung machen, ob ich spirituell bin, soll ich umziehen und. Es sind Fragen, was die Alltag betrifft, aber es sind auch wichtige Fragen und solche Fragen können Sie gerne auch stellen und dazu benötigt man keine ausführliche Analyse, sondern ich empfehle dazu die Blitzberatungen und das funktioniert per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Frage, bitte dazu Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort und Sie bekommen von mir blitzschnell die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.